Hallihallo und guten Morgen. Meine Lieben, es ist Verlosungszeit und ich muss mal ganz kurz davor sagen, ich finde das total toll. Es haben über 280 Leute teilgenommen. Ich habe somit über 280 wahnsinnig tolle Kommentare auf meiner Homepage bekommen. Finde ich total süß und da sind so viele tolle Sachen bei und ich danke euch ganz herzlich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so tolle Kommentare zu schreiben. Und ja, jetzt kommt die Verlosung. Oh, jetzt habe ich die Preise etwas weit weggelegt. Ich muss mal rübergreifen. Ach. Ich lege gleich mal los und zwar erster Preis war das Stempelset Bannereien. Die Stanze, die auch sehr gut dazu passt, klassisches Etikett und die äußerst raren kleinen Silberklammern. Ich zücke meinen Stift, weil dann schreibe ich das hier nämlich gleich drauf. Dann mische ich das doch nochmal schön durch. Und nehme den. Brigitte R. Ich habe das dieses Mal etwas anders gemacht. Wir haben eine Liste ausgedruckt. Ich habe den Namen hingeschrieben und eine Nummer vergeben. Und auf meiner Liste kann ich jetzt nachgucken, 110, wer Brigitte R. ist, ob ich da mehr von habe als R. Punkt. Brigitte Rautner. Liebe Brigitte, ganz herzlichen Glückwunsch. Ich werde dich gleich anschreiben. Deine E-Mail habe ich ja über die Kommentare und dann bekommst du deinen Gewinn noch in dieser Woche zugeschickt. Das schreibe ich hier gleich. Nee, das kann ich auch hier draufkleben. So. Okay, das war schon mal der erste Preis. Der zweite Preis ist sehr weihnachtlich. Das Stempelset Fröhliche Weihnachten und die Fähnchenstanze dreifach einstellbar. Huch! Was ist hier denn los? So. Und ich nehme. Nein, ich nehme den. Helga Felch. Das finde ich ja total klasse. Helga hat gerade auf Helgas Kreativecke mit YouTube-Videos angefangen. Das finde ich total super, dass ich Helga hier rausgezogen habe. Helga hat die Nummer 33 bekommen. Helga, deine Adresse habe ich. Wir kennen uns. Und das schicke ich dir diese Woche zu. Ganz herzlichen Glückwunsch. So, und der dritte Preis. Mit der kleinen Blütenstanze, die man so nicht mehr bekommt. Geht an. Ich nehme den. Andrea P. Gucken wir mal, wer Andrea P. ist, die Nummer 158. Andrea Pfitzner. Das ist ganz witzig. Andrea ist eine Kundin von mir. Andrea, dann bekommst du diese Woche nicht nur ein Päckchen von Stampin' Up, sondern ein zweites Päckchen mit dazu. Ganz herzlichen Glückwunsch. So, und meine Lieben, das war's schon. Die anderen 200, etwas über 70 haben leider nichts gewonnen. Aber ich danke euch nochmal ganz, ganz herzlich, dass ihr alle mitgemacht habt. Ich hoffe, es war ein kleines bisschen spannend. Ich fand's sehr spannend. Wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank. Ich werde die drei Gewinnerinnen gleich anschreiben per E-Mail, nachdem ich dieses Video hochgeladen habe. Das mache ich jetzt als erstes. Und ich werde den Namen auch nochmal auf meiner Homepage veröffentlichen. Und die Gewinne sind euch sicher. Brigitte, du bist die Einzige, die ich meine, noch nicht kenne. Ich müsste nochmal nachschauen. Aber ich schreibe dich auf jeden Fall per E-Mail an. Okay, meine Lieben, dann denke ich mal, bis auf die nächsten 1000 Abonnenten und bei 4000 mache ich selbstverständlich wieder eine Verlosung. Bis dahin, ich freue mich schon. Ciao, ciao.